Ich möchte mit euch heute den Judy's Magic Cast On machen oder euch zeigen, wie ich den mache. Dazu habe ich mein Arbeitsgarn und mein abgewickeltes Garn für den Maschenanschlag. Das abgewickelte Garn habe ich hier oben, das liegt hier, das habe ich mir jetzt abgewickelt, weil ich will jetzt 160 Maschen anschlagen. Die brauche ich für meine Mameluke als Anschlag und deswegen brauche ich die doppelte Anzahl für meinen Judy's Magic Cast On, damit ich diesen Schlauch kriege, wo später der Gummibund oder der Gummi reinkommt. So, also mein abgewickeltes Garn liegt über meinem Zeigefinger und das halte ich hier hinten so ein bisschen fest. Und das andere Garn kommt hier über meinen Daumen und das halte ich hier auch fest und das ist meine Arbeitssituation jetzt. Dazu brauche ich auch zwei Nadeln. Aber nicht nur eine Rundstricknadel, sondern ich muss zwei verschiedene Rundstricknadeln nehmen. Eine liegt unten, das ist bei mir jetzt die dunklere und oben liegt die hellere. So, für die erste Masche gehe ich hier rein. Wie eine Schere nehme ich mir das hier und lege mir das hier oben so rum und gehe hier hinten zurück und habe die erste Masche. Das ist meine erste Masche. Die zweite Nadel, die kommt jetzt. Die geht dann hier oben rein, also ich gehe mit der Nadel hier hoch, halte das so und gehe von außen nach innen rein und habe meine zweite Masche. So, jetzt kommt wieder die obere Nadel, die schneidet wieder das hier ein. So, geht hier wie so eine Schere wieder rein. Ich muss jetzt mal gucken, dass ihr das auch seht. Dann legt ihr das wieder hier oben rum und habt die nächste Masche. Jetzt kommt wieder die untere Nadel. Die geht hier hoch und da kommt keine Schere, sondern da wird von außen rein gesteckt. Ne? Und jetzt wieder die obere Nadel, die hellere. Die geht wieder hier rein, schneidet sozusagen das Garn. So. Ne? Schneidet wie mit der Schere ins Garn ein und legt den hier oben rüber. So, und dann kommt wieder die untere Nadel. Die untere Nadel. Da kommt der Faden von außen nach innen und die obere Nadel, da kommt der Faden von innen nach außen. Und das macht ihr jetzt immer im Wechsel. Die untere Nadel wieder von außen nach innen und die obere Nadel von innen nach außen. So, und dann kriegt ihr hier eure Maschen drauf. Und jetzt mache ich mal einen Break und zeige euch dann, wie ich das beende. So, jetzt habe ich alle Maschen aufgenommen. Wenn ihr jetzt fertig seid und alle Maschen angeschlagen habt, dann wird das hier hinten im Prinzip einmal verdreht. Ne? So, ihr könnt es auch zweimal verdrehen, wie ihr es wollt. Zweimal ist sicherer und dann hängt ihr einfach den Finger hier dahinter. So, dann wird das Ganze umgedreht, dass ihr in die Strickrichtung kommt. Und dann könnt ihr im Prinzip mit der ersten Nadel losstricken. Die untere wird einfach durchgezogen, sodass die hier hängt. Das ist bei mir jetzt die dunkle. Und dann sucht ihr euch eure Nadel, die zu der oberen gehört. Muss ich mal ein bisschen rumwühlen hier. So, jetzt habe ich zwei helle Nadeln in der Hand. Ich mache den Anschlag auch mal mit verschiedenen Nadeln, damit ich dann sehe, bei welcher Nadel ich bin. Jetzt muss man noch gucken. Im Prinzip, ihr könnt es jetzt so machen, dass ihr den Anfangsfaden, der euch jetzt hier noch dazwischen hängt, was hier so ein Gefummel ist, dass ihr euch den dann kurz schneidet, weil ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr wirklich mit dem richtigen Faden losmacht. Ich muss jetzt hier selber erstmal das aushättern. Also praktisch müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht mit dem Anfangsfaden losstrickt, was ich jetzt hier schon mal überhaupt nicht sehe, weil mein Garn sich hier etwas verheddert hat. Das will nicht, so wie ich heute hier. So ist das. Das ist nämlich auch Shetland und das
macht sich hier so schön. So, das hier ist jetzt nämlich mein Endfaden und der andere ist demzufolge mein Anfangsfaden. Der muss jetzt hier auch mal das machen, was ich will und nicht, was er will. Warum ist der eigentlich jetzt hier dazwischen? Kann mir das mal einer erklären? Nee. So, jetzt habe ich das enttettert. Also, nochmal. Und das hier ist jetzt mein Faden, mit dem ich stricke. Und das ist mein Anschlagfaden, der muss weg. Mit dem können wir nicht weiter stricken, weil wir dann ja irgendwann ans Ende kommen, ne? So, wieder auf Anfang. Beide Nadeln. Und jetzt strickt ihr im Prinzip ganz normal die ganze Reihe runter. Und danach wird die andere Reihe im Prinzip mit der anderen Nadel, die jetzt unten hängt, zurückgestrickt. Ihr könnt dann hier auch Muster stricken. Ich stricke jetzt meistens erstmal eine Reihe rechts rüber und danach fange ich mein Muster an. Und wenn ihr das gestrickt habt, habt ihr hier so ein, als ob hier nichts wäre. Hier ist kein Anschlag zu sehen. Und das ist natürlich perfekt, wenn wir dann später da das zusammennähen wollen und einen Gummi reinziehen. Für das Bündchen von dem Mamelucker. Ja, also ich werde jetzt hier weiter stricken und mal schauen, wie das wird und ob ich überhaupt genug wasche. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch nochmal nachzählen. Wenn man sich verzählt hat, kann man dann hier irgendwo noch eine dazwischen mogeln. Da muss man jetzt nicht alles wieder aufmachen. Also meistens verzähle ich mich, weil man ja im Prinzip doppelte Maschen anschlägt. Da fehlen bei mir immer mal ein oder zwei oder es ist eine zu viel auf einer Reihe, weil ich dann falsch angeschlagen habe. Aber im Prinzip kommt es schon so hin. Ja, das ist der Judy's Magic Cast On. Und ich finde das ganz gut und ich will das jetzt für die Marmelucker mal ausprobieren. Mal schauen, wie das wird. So sieht mein Anfang jetzt aus, den ich für meine Marmelucker gemacht habe. Das wollte ich euch jetzt als nächsten Schritt zeigen. Nach dem Magic Cast On, den wir da gemacht haben gestern zusammen, habe ich sozusagen beide Nadeln einmal rüber gestrickt auf die andere Seite und beide rechts. Das geht in der ersten Runde noch. Also in der ersten Reihe geht das unten noch, danach könnt ihr das nicht mehr machen. Also das wäre natürlich klasse, wenn man glatt rechts strickt, keine links rein hätte, aber das funktioniert nicht, weil dann habt ihr nämlich, wenn ihr hier außen ja immer die Fäden rüber, ne? Weil das geht nur in der unteren Reihe, dann nicht mehr. So, oh, ich muss aufpassen, dass ich im Bild bleibe hier. Ich habe jetzt die eine Nadel, bei mir die hellere. Bei der anderen seht ihr es, glaube ich, besser. Wartet mal. Die. Meine hellere Nadel, die habe ich jetzt nach oben gestrickt. Und zwar in dem Bündchenmuster, was man für die Marmelucker auch strickt. Und das ist ja zwei rechts, zwei links. Da ist es natürlich einfach, weil zwei rechts, zwei links ist auf der Vorderseite und auf der Rückseite so. Bei meiner anderen Hose, die ich mal entworfen habe, habe ich aber ein glatt rechtes Bündchen zum Beispiel. Und wenn ihr sowas habt, müsst ihr unten aufpassen, welches die rechte Seite ist. Ihr seht es hier ziemlich gut, dass hier schon rechte Maschen sind, ne? Und auf der anderen Seite dann natürlich linke. Und das heißt, wenn ihr hier runter strickt, strickt ihr dann natürlich rechte und zurück linke. Und es wird immer nur die eine Nadel gestrickt, ne? Nie beide. Ne? Das habe ich jetzt nur bei der ersten Runde gemacht, oder bei der ersten Reihe sind ja rein. Ansonsten strickt ihr immer dieses Nadelset. Und zwar so lange, bis ihr oben angekommen seid, genauso hoch, wie ihr es haben wollt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einen Gummi einziehen kann. Es geht ja im Prinzip um den Gummi und da reichen mir 2 cm. Die habe ich jetzt hochgestrickt. Jetzt ruht diese Nadel. Und jetzt nehme ich als nächstes die dunkleren Nadeln in die Hand und mache dort das Gleiche. Da muss ich jetzt den Faden wieder ansetzen, weil der hängt natürlich jetzt hier oben an der anderen Nadel. Und den muss ich jetzt hier abschneiden und unten ansetzen. Oder ihr habt ein zweites Knäuel, womit ihr dann die andere Seite strickt.
Später wird dieser linke Teil hier, wo der linke zu sehen ist, bei mir die Innenseite sein und der andere die Außenseite. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt muss ich ja erstmal die andere Seite hochstricken. Da sind beide Seiten fertig. So, ich habe jetzt jeweils 2 cm hochgestrickt. Und in der Mitte habe ich jetzt hier die beiden Reihen, wo ich glatt rechts gestrickt habe. Und hier hinten ist es jetzt links. Und jetzt wird es im Prinzip so eingeklappt, dass man hier unten genau die Mitte hat. Und dann, muss ich das mal wegstellen, werden oben jeweils eine Masche von der einen Nadel und eine Masche von der anderen Nadel zusammengestrickt. Ja, und das kommt jetzt. Wenn ihr die zweite Seite hochstrickt in diesem Wünschenmuster, dann müsst ihr halt aufpassen, dass das immer übereinander kommt, nicht, dass ihr das versetzt habt. Das kommt ja auf die Maschenanzahl an, wie ihr hier anfangt und endet. Und ihr müsst sowieso aufpassen, weil später wird das Ganze ja zur Runde geschlossen. Also ich habe hier meinen Anfangsfaden jetzt mal festgemacht. Später wird das Ganze ja zur Runde geschlossen und da soll das ja passen, ne? Deswegen müsst ihr eher aufpassen, dass ihr mit rechts anfangt und mit links aufhört. Zusammenstricken. Der nächste Schritt ist, dass das zusammengestrickt wird und zwar aus 2 Maschen eine rausgestrickt wird, praktisch die immer eine Masche von der Nadel und eine Masche von der Nadel zusammengestrickt wird. Ich mache das so, ich habe hier 3er-Nadeln und das ist jetzt eine 2,5er. Ich stricke das immer mit einer Nadelstärke kleiner in die erste rein, in die zweite rein, keine Ahnung, ob ihr dann was seht. Das durchziehen und die beiden Maschen runterfallen lassen von der Nadel und dann, so mache ich das jetzt den ganzen Teil lang, bis ich praktisch nur noch meine 160 Maschen, die ich angeschlagen hatte, auf der einen Nadel habe. Dann entsteht hier nämlich dieses Loch. Ich zeige es euch nochmal, wenn ich fertig bin, dann im Video. Aber ihr könnt es, denke ich, ein bisschen sehen. Und da kann man dann den Gummi durchziehen und dann hat man hier oben so ein Bündchen, so ein doppeltes sozusagen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mit der Weite überhaupt hinkomme. Das ist jetzt alles Pi mal Daumen berechnet. Ich habe die 160 Maschen angeschlagen, weil meine erste Marmelocker, die ich gestrickt habe, die habe ich mit 160 gestrickt und die Wolle ist theoretisch ein bisschen dünner, aber gefühlt auf dem Finger ist sie nicht dünner. So, ich habe meine beiden jetzt zusammengestrickt, meine beiden Nadeln. Das sieht so aus. Ich habe jetzt praktisch meine 160 Maschen hier auf einer Nadel. Und da habe ich einmal hier oben. Die Seite sieht schöner aus. Ich suche mir jetzt die schönere Seite aus. Die lege ich jetzt zusammen zur Runde dann. Und jetzt stricke ich ganz normal weiter. In der Runde, wie die Marmelocker gestrickt wird. Und das ist jetzt mein Test mit diesem Bündchen. Ob das dann passt oder nicht, werden wir sehen. Und wie sich das macht, werden wir auch sehen. Wenn ihr einen breiteren Gummibund hier reinhaben wollt, das könnt ihr natürlich auch machen, dann müsst ihr einfach hier eben mehr stricken. Ne? Also beide Seiten weiter hoch stricken. 2,5 cm oder 3 cm, je nachdem, wie breit euer Gummi dann sein soll. Ich reiche jetzt mit dem kleinen Gummi, mit dem schmalen. Ich weiß es ja von meiner Hose, da passt das auch super gut. Und wie sich das bei der Marmelocker macht, das werde ich sehen, weil die ja doch ein bisschen weiter oben sitzt. Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich stricke jetzt ganz normal das Marmelocker-Muster weiter und zähle diese 2 cm, die ich jetzt hier habe, auch mit zu der Länge von dem Bündchen. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt eine Runde rüber gestrickt, bin wieder auf die 3er Nadeln gegangen. Und jetzt habt ihr hier im Prinzip dieses geteilte Stück, wo dann das Band eingezogen wird. Und da könnt ihr euch nämlich überlegen, das wird später zusammengenäht. So. Und ihr könnt euch dann überlegen, welche Seite ihr offen lasst. Also man näht es hier unten zusammen und die Seite, wo man zu haben will. Also sprich, wenn ihr jetzt, wenn das die Innenseite ist, hier am Bauch anliegend die Innenseite,
Und ihr wollt ein verstecktes Band, also ein Gummiband zum Beispiel, dann lässt man die Innenseite offen und näht hier vorne das Stück zu, damit man das vorne nicht sieht und da kein Übergang ist. Wenn ihr aber ein Band machen wollt, was ihr vorne raushängen lassen wollt, was man vorne sehen kann, ein schönes, dann näht ihr hinten zu und lasst vorne das Band raushängen. Das ist der ganze Sinn dahinter. Ja, und jetzt strickt ihr ganz normal, stricke ich jetzt weiter, wie die Marmelocker gestrickt wird, und probiere sie dann mal über, ob das jetzt so passt.